Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bis es von außen wieder so richtig grün wird, geht es leider noch ein Zeitchen. Ganz auf eine grüne Umgebung verzichten müssen Sie aber wegen dem trotzdem nicht. Mehr als nur ein Ersatz sind nämlich die dekorativen Topfpflanzen, die trotz ihrer Herkunft aus den verschiedensten Regionen der Welt mit der entsprechenden Zuwendung daheim in der Wohnung prächtig gedeihen. Viel Freude machen die Pflanzen, wenn man einen Standort gönnt, wo sie sich wohlfühlen. Das ist in den meisten Fällen ein Platz mit viel Licht, aber ohne direkte Sonne. Bei Bedarf mit leicht temperiertem Wasser vorsichtig gießen, jedes zweite Mal Flüssigdünger beifügen und Blätter, wenn es nötig ist, mit einem Tuch oder einem Schwamm vom Staub befreien. Noch einfacher ist der Umgang mit den Pflanzen in der Hydrokultur. Auf diesem Gebiet gibt es bei Coop jetzt wieder das Neueste, nämlich Hydrokulturen statt in den gewohnten braunen Blähtonkugeln in einer Farbenvielfalt, wie man sie sonst in den Sanddünen von Australien, in Mexiko oder auf der Lava-Insel Lanzarote bewundern kann. In natürlichen Mustern, die mit den Pflanzen harmonieren und einen zusätzlichen attraktiven Blickfang abgeben. Das Geheimnis von dem Zauber liegt im doppelten Boden oder genauer im doppelten Gefäß. Innen die eigentliche Hydrokultur mit den Pflanzen und den gewohnten Luvasa-Kugeln. Aussen ein transparenter Topf mit den farbigen Tonkugeln, einem Dekoton. Gießen mit Nährlösung muss man dann natürlich nur rein und den Wasserstand kann man bequem ablesen wie bei jeder gewöhnlichen Hydrokultur. Eine grosse Auswahl von prächtigen Pflanzen in dieser neuartigen Hydrokultur mit farbigen Tonkugeln finden Sie in der Blumenabteilung von Ihrem Coop-Laden. Und alles, was Sie sonst noch über die neue Methode wissen möchten, erfahren Sie dort natürlich auch noch gerade. Am Morgen um 9:30 in der Schweiz. Einfach mal tief durchschnaufen. Ruhig mal etwas auf die Seite legen. Einmal abschalten. Knoppers. Frisch und knusprig backen. Knoppers. Der Knusperzneuni. Sieger trainieren hart und essen smart. Ein richtiges Frühstück mit Kellogg's Frosties. Leckere Flakes aus Mais, voller Energie. Die wecken den Tiger in dir. Die sind großartig. Hey, Pseudo-Freestyler. Was? Lass ihn raus, den Sieger. Denn Kellogg's Frosties schmecken wow, so. Cool. Die wecken den Tiger. Reis ist immer noch das Hauptnahrungsmittel für die Mehrheit der Menschen. Und weltweit kennt man tausende von Sorten. Eine der beliebtesten bei uns ist der Vialone und wird hauptsächlich für alle möglichen Arten von Risotto-Gericht verwendet. Wer viel mit Reis kocht, kann den Vialone jetzt bei Coop auch in einer 2,5 Kilo Packung kaufen. Für das Rezept von unserem Gastkoch Armin Amrain brauchen Sie allerdings nicht so viel aufs Mal. Grüezi miteinander. Tatsächlich nicht. Für zwei Personen nehme ich etwa 100 Gramm Vialone und tue ihn in die Manke mit gehackten Schalotten so lange dünsten, bis er glasig ist. Ein halben Liter Bouillon angießen, ca. 20 Minuten köcheln, dann einen Spritzer Weisswein und ein bisschen geriebenen Sprienz dazugeben. 30 Gramm Greyerzer, die ich in Würfel geschnitten habe, drunter rühren. Jetzt mit dem Reis sättige Kugeln formen, durch ein verquereltes Ei drehen und im Barnierbrot rollen. Bei 160 Grad goldgelb rausbacken und auf Kochipapier gut abtropfen. Eine Tomatensauce auf vorgewärmte Teller geben, die Reiskugeln darauf anordnen und mit Basilikum garnieren. Wenn Ihnen das Rezept jetzt ein bisschen zu schnell gegangen ist, können Sie es wie immer auf der Teletext-Seite 555 oder auf dem Internet nochmal anschauen. Viel Vergnügen und bis zum nächsten Mal. Ein Rezept von Armin Amrain, das sicher auch Sie überzeugen wird. Zu den Aktionen. Verschiedene Produkte für einen zünftigen Brunch sind jetzt besonders günstig. Für das Coop Knuspermüsli zum Beispiel zahlen Sie nur 3,45 €. Für ein Kilo Bananen nur 2 Franken. Das Naturaplan Haferkleienbrot aus biologischem Anbau kostet nur 2 Franken. Und Arni Nussstängeli gibt es 3 für 2, gerade in der Tragtasche für nur 5,20 €. Außerdem offerieren wir Ihnen einen Monoblockstuhl mit einer hohen Lehne für 16 Franken. Und dann noch der Preisabschlag. Snickers im Multipack kostet ab sofort nur noch 2,40 €. Und weil jetzt der Kaffee wieder abschlägt, haben wir schon heute ein super Angebot. 500 Gramm Coop Bohnenkaffee Jubilor Classico sind jetzt 1,50 Franken günstiger. Sie sehen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es gibt auch morgen wieder verschiedenste Gründe, um bei Coop einzukaufen. Möglich ist das alles aber nur dank dem Verkaufspersonal, das dafür sorgt, dass in unseren Läden alles klappt und rechtzeitig parat ist.
Coop ist einer der grössten Arbeitgeber in der Schweiz und investiert selber sehr viel in die Aus- und Weiterbildung und offeriert jungen, kontaktfreudigen Leuten eine Lehre mit Zukunft. Darum unterstützt Coop die neue CD-ROM JobCity, die bei der Berufswahl hilft. Sally, ich bin der Max. In JobCity informieren sich Jugendliche auf unterhaltsame Art über den richtigen Beruf. Für das interaktive Erlebnisspiel braucht es einen Computer mit CD-ROM-Laufwerk. Die Scheibe für Jugendliche und Eltern kostet 89 Franken und bestellen kann man sie bei Coop Schweiz, Postfach 4091 Basel, mit dem Vermerk JobCity. Mit diesem Hinweis bin ich am Schluss für heute. Danke, dass Sie Zeit hatten und weiterhin einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.